Ja, meine Damen und Herren, wie oft werde ich das jetzt noch sagen? Wer hätte es gedacht, dass wir hier noch mindestens ein Spiel bekommen? Wir spielen in Augsburg. Die Entlassung droht mir nach wie vor, obwohl wir hier stramm in Richtung Europa marschieren. Wenn wir sogar ganz viel Fantasie benutzen, dann sogar stramm in Richtung Meisterschaft. 6 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, den wir auch schon besiegt haben. Ja, irgendwie läuft es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass wir schon über 13 Millionen Euro verloren haben in dieser Saison. Ich weiß es nicht. Wir müssen einfach weiter gewinnen, von Spieltag zu Spieltag uns hangeln. So, der Fiedler muss erstmal besucht werden. Einzelgespräche gibt es weiterhin. Der Borgersen hat schon ein bisschen an Motivation verloren, habe ich gesehen. Das ist nicht so schön. Aber naja, lässt sich vielleicht auch nicht immer vermeiden. So. Einfach weiterhin persönliche Gespräche führen oder was? Nun ja, wir trainieren einfach mal Standards. Persönliches Gespräch, bla bla bla. Hostika wechselt ablösefrei nach Bordeaux. Mein bester Trainer, sagt Heinz Jensen. So. Obwohl er ja eigentlich wenig Spielzeit, eigentlich gar keine Spielzeit bekommen hat, obwohl er durchaus Ansprüche hätte anmelden können. So, Champions League und Euroleague Viertelfinale. Unser kommender Gegner Augsburg hat 4:1 gegen Liverpool gewonnen. Wir sollten gewarnt sein, freuen uns aber darüber, dass sie eine englische Woche haben. Gladbach verliert 2:0 gegen Real Madrid. Bielefeld gewinnt 5:2 gegen Celta Vigo. Ja, Bielefeld haben wir auch gerade geschlagen. Die sind die Europapokal-Besieger. Wir haben den Europapokal besiegt. Toni Jardimci hat sich stark verbessert, hat nun Stärke 3. So, Augsburg ist auf Augenhöhe. Wir sind auswärts gar nicht mehr so schlecht. Hämlein könnte wieder spielen. Ich lasse ihn aber erstmal draußen. Obwohl. Ja, nee, wir lassen ihn erstmal draußen. So. Soll ich sagen, wir können Meister werden? Ich sage einfach mal nichts. So, 29.000 Zuschauer. Der 11. gegen den 4. Ausrufezeichen. Holpriger Platzzustand, aber das kennen wir ja aus dem eigenen Stadion. Dirk Nowitzki tippt 2:3 auf uns. Let's go. Hätte ich was sagen sollen? Ich, naja, jetzt. Indirekter Freistoß für Augsburg, 17 Meter. Vidal spielt quer. Demarcus, wie seht ihr, kurze Ecke an. Schön um die Mauer gedreht. Dobnik hat den Braten gerochen. So, mal wieder. Bei einer Niederlage könnte ich weg sein. Kann mir da jetzt aber auch gar nicht so sicher sein. Wir sollten es aber nicht drauf ankommen lassen. Demarcus flach in die Ecke. Dobnik taucht nach unten. Kommt noch mit den Fingerspitzen dran. Der Ball ist trotzdem drin. 1-0. Wir liegen hinten. Oh Mann. Einmal mehr einen Standard kassiert. Standard abwehren hätte man auch mal trainieren sollen. Wonneberger, Friedheim marschiert Richtung Eckfahne, nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken, flankt in den Strafraum. An Freund und Feind vorbei auf die gegenüberliegende Seite. Mraz gegen Philipp. Ich habe keine Siegprämie ausgesprochen. Das will ich jetzt nicht jedes Mal machen hier, Mraz. Da passiert nichts. Wonneberger passt präzise auf die Strafraumecke zurück. Hunter gegen Tikanen setzt sich gekonnt durch, spielt auf den linken Flügel. Da kommt keiner dran. Wir kennen uns doch aus mit Rückständen und dem Umdrehen. Demarcus mit einem Eckball. Vidal kommt mit dem Kopf an den Ball. Lenkt ihn Richtung Tor. Und der Ball ist drin. Dominik greift am Ball vorbei. Das sieht jetzt ganz und gar nicht gut aus. Macht hier wenigstens das 2:1 vor der Pause noch. Es hagelt weiterhin Standards für die Gastgeber. Vidal, Demarcus. Zuba bereinigt die Situation. Eckball jetzt für uns von links. Standards haben wir noch trainiert. Philipp haut den Ball hinter das Tor, Abstoß. Gelbe Karte für Mercier nach einem Schubser. Philipp stoppt den Ball, legt nach innen auf. Peña Zauner bringt den Ball unter Kontrolle, dribbelt nach links, schießt, tritt in den Boden. Der Ball kullert in den Strafraum. Campos wird nicht angegriffen, schießt Richtung Eckfahne. Nochmal Eckball für die Gastgeber von rechts.
Der Markus auf den langen Pfosten. Dobnik lenkte mal übers Tor. Es gibt nochmal Eckball. Der Markus schlägt immer auf den kurzen Pfosten. Vidal verlängert per Kopf. Huri wirft sich rein und der Ball ist drin, 3-0. Das hier sieht jetzt ganz und gar nicht gut aus. Note 6 bei Dobnik. Ich möchte ihn aufwecken. Er bekommt einen roten Kopf. Die zweite Halbzeit wird besser. Ja, Heinz Jensen raschelt schon im Gebüsch. Nein, er sitzt ja nicht auf der Bank. Nein. Wir müssen... Ja, ich habe natürlich Sorge, dass das jetzt... diese klare Pleite jetzt hier dann mein Ende ist. Torwart wechsle ich jetzt nicht. Borgersen kommt für Philipp. Vakaso kommt für Gebo. Den dritten Wechsel lasse ich nochmal offen. Haben wir das ja gut gemacht, aber jetzt. Aber wir haben noch Zeit. Indirekter Freistoß von links für uns. 20 Meter Torentfernung. Bong läuft an, flankt in den Strafraum. Ballot fängt ihn sicher ab. Oh Mann. Bringe Kusk für Tikanen. Es riecht nach Niederlage. Ich stelle nochmal auf Brechstein. Ich hoffe, dass es nicht die Entlassung ist. 4-0, Guganik. Oh Mann, das war eine krasse Pleite. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss Ihnen mitteilen, dass wir uns heute von unserem Manager getrennt haben. Wir möchten uns aber ausdrücklich für die jahrelange... möchten uns aber ausdrücklich für die jahrelange Zusammenarbeit mit ihm bedanken. Bei ihm bedanken. Dann ist es jetzt doch passiert. Zumindest drücken sie mir nicht noch einen blöden Spruch rein. Aber ist natürlich trotzdem schade. Ich habe versucht, es zu vermeiden. Ich nehme die Abfindung. Werde wieder doppelt abgewertet. Oh Mann, knapp 5 Jahren. Tut das ganz schön weh. Wiesbaden gegen Burghausen im DFB-Pokalfinale. Jetzt gucken wir, wie die beleidigte Ex-Freundin doch, was sie hier machen. Ich sag's, der Kader kann nach Europa. Der Kader wird nach Europa gehen. Sie spielen 1-1 gegen Düsseldorf. Thomas Eichin ist mein Nachfolger. Ich bekomme ein Angebot vom HSV. Jetzt den HSV retten hier. Die stehen auf Platz 17 in der zweiten Liga. Bisschen Feuerwehrmann spielen. Transfers habe ich jetzt keine Nerven mehr anzugucken. Ja, ich habe viel drüber geredet, deswegen bin ich jetzt eher sprachlos. Gladbach schaltet aus. Augsburg schaltet auch noch aus, nachdem sie das Hinspiel 4-1 gewonnen hatten. Bielefeld ist weiter. Straßburg gegen Madrid. Barcelona gegen Liverpool. Newcastle gegen Neapel. Toulouse gegen Bielefeld. Tja, Eichin gewinnt 3-0 gegen Union. Das gucke ich mir weiterhin nicht an. Ich bekomme keine Angebote. Uri ist auch noch Torschütze des Monats. Ja, wie soll man sich jetzt motivieren, irgendwo wieder ganz von vorne anzufangen? Ich hatte eine Vision. Und wir sind weit gekommen. Und die Entlassung ist nicht gerechtfertigt. Muss man einfach so sagen. Dresden verliert 3-0 gegen Leverkusen. Ja. Siehst du mal, der HSV ist immer noch an mir dran.
zumindest Feuerwehrmann spielen für den Rest der Saison. Nein. Hätten wir jetzt mal die Transferliste doch vielleicht angucken sollen, ob da vielleicht Dresden-Transfers bei sind. Dresden verliert 3-2 gegen Würzburg. Wer hätte es gedacht? Garching und Aue möchten mich haben. Aue ist zumindest auch in der zweiten Liga. Nein. Keine Wechsel von und mit Dynamo Dresden. Dresden spielt 0-0 gegen Dortmund. Ja, so gut läuft es jetzt gar nicht mit dem Neuen. Tja. Das Fußballgeschäft ist nicht fair. Champions League Finale. Straßburg gegen Barcelona. Euro League Finale. Bielefeld gegen Newcastle. Und Dresden gewinnt 1-0 gegen Gladbach. Spieltag ist es denn gerade? Weiche Flensburg möchte mich haben. Nein. Ja. Die ganzen Spieler sind einem ans Herz gewachsen. Es ist echt schwer, sich aufzuraffen, jetzt irgendwo ganz anders anzufangen. Dresden spielt 0-0 gegen Greuther Fürth. Ist das jetzt der wievielte? Wievielte Spieltag ist das jetzt? Dresden spielt schon wieder 0-0. Diesmal gegen Bayern München. Die versacken im Mittelfeld. Ist die Saison schon vorbei? Nationaltrainer könnte ich doch mal werden. Deutschland gewinnt. Für die EM qualifiziert Deutschland, Frankreich, England, Italien, Tschechien und Island. EM-Auslosung. Gruppe 1, Tschechien, Spanien, Bosnien-Herzegowina, Portugal. Für Bosnien spielt doch Adler, dem werde ich immer noch die Daumen drücken. Gruppe 2, Italien, Deutschland, Malta, Wales. Gruppe 3, Island, England, Ungarn, Schweiz. Gruppe 4, Frankreich, Ukraine, Finnland und Schweden. Ich sage einfach mal, die Schweiz wird Europameister. Dynamo Dresden verliert 1-0 in Mainz. Ja, haben sie internationale Geschäft noch verzockt, Herr Aichin. Ich denke, in dieser Saison werde ich keinen Job mehr finden. Dresden gewinnt nochmal 1-0 gegen Frankfurt. Wolfsburg ist deutscher Meister. Glückwunsch. Chelsea, Saint-Étienne, SSC Neapel und Real Sociedad ebenso. Campos, die Serie ist gerissen zum ersten Mal seit vielen Jahren. Ist er nicht Torschützenkönig? Es klappt halt nur mit mir. Costa verlässt Dresden, geht nach Huesca. Euroleague-Finale, Newcastle gegen Bielefeld. Bielefeld gewinnt 1-0. Herzlichen Glückwunsch. In der Verlängerung DFB-Pokalfinale. Wiesbaden gegen Burghausen. Burghausen verliert. Wen Wiesbaden gewinnt? 6-3 war im Elfmeterschießen, oder? Chelsea, Bordeaux, Sassuolo, Alaves gewinnen die Pokale ja im Elfmeterschießen. Die Firma von Schiri Michael Jones ist pleite, der steht auf der Straße. Champions League Finale, Straßburg gegen Barcelona. Straßburg gewinnt die Champions League, Glückwunsch. Duisburg möchte mich haben? Nein. Ja. Was habe ich in Dresden anders gemacht als woanders und warum hat es dann am Ende noch nicht geklappt? Ich war ja zumindest 5 Jahre da. River Plate besiegt Straßburg in der Club-WM in der Verlängerung. Trainer ist ja Christoph
Daum. Kräuter führt. Paolo Di Canio, Michael Padovani, Vujadin Kuskov und Felipe Llamazares. Juri Campos ist Fußballer des Jahres. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Der Mann ist halt eine Legende. Bilic, Kuk, Saar und Alexo gewinnen. Yilmaz von Neapel ist Europas Fußballer des Jahres. Europameisterschaft. Ja, gucken wir es uns noch an. Ich habe gesagt, die Schweiz gewinnt den Titel, verlieren wir schon mal 1-0. Jetzt gewinnen sie 2-1. Deutschland mit einem 1-1 gegen Malta. Bosnien-Herzegowina ist schon mal draußen, tut mir leid, Adler. Wales ist schon mal draußen. Und Finnland ist auch schon draußen. So, dritter Spieltag. Schweiz gewinnt 1-0 gegen England. Deutschland gewinnt 1-0 gegen Wales. Spanien und Tschechien sind weiter. Portugal und Bosnien sind draußen. Italien und Deutschland sind weiter. Malta und Wales sind draußen. England und Ungarn sind weiter. Schweiz und Island sind draußen. Schweiz mit 6 Punkten ausgeschieden. Das ist auch unfair. Frankreich und Ukraine sind weiter. Schweden und Finnland sind draußen. Dann sage ich einfach mal, Tschechien gewinnt den Titel. Spanien gegen Italien, Tschechien gegen Deutschland, England gegen Frankreich, Ungarn gegen Ukraine. Nein, Tschechien gewinnt es auch nicht. Tschechien verliert 4-6 gegen Deutschland im Elfmeterschießen. Frankreich verliert 4-5 gegen England im Elfmeterschießen. Spanien verliert gegen Italien und die Ukraine besiegt Ungarn. Jetzt noch einen Tipp abzugeben wäre witzlos, deswegen spare ich mir das. Italien besiegt England, Deutschland besiegt die Ukraine. Deutschland gegen Italien im Finale. Klassiker. Und mal wieder gewinnen die Italiener. Italien ist Europameister 2056. Vujinovic hat für Deutschland gespielt. Oh. Oder für Italien. Ich weiß gar nicht. Frankreich in der 5-Jahres-Wertung auf 1. Spanien auf 2. Deutschland auf 3. Italien auf 4. England auf 5. So, wann kriege ich einen neuen Job? Die Saison wird wahrscheinlich... Ja, hätte ich mir jetzt vorher einen Job geschnappt, hätte ich zumindest hier die Saisonvorbereitung machen können und den gesamten Kader von Dynamo Dresden aufkaufen können. Habe ich nicht gemacht. Dresden ist, so wie ich das gesehen habe, nicht international dabei. Hier im UI-Cup spielt nämlich Würzburg 2-2 gegen Jasi. Bis ich jetzt ein Angebot bekomme, wird es wahrscheinlich einige Wochen dauern. Aber... Ne? Man ist jetzt nicht so schockiert, weil es sich ja lange angekündigt hat, aber trotzdem ist man ja gerade so ein bisschen neben der Spur. Transfers lese ich auch erst wieder, wenn ich einen neuen Job habe. Vorher gucke ich nur drauf, ob Dresdner Spieler wechseln. Würzburg ist draußen im UEFA-Cup. Gegen Jassi. Wir haben jetzt Kaiserslautern gegen Moravce. Dresden, Juri Campos verlässt Dynamo Dresden, geht nach Huesca, den hätte ich mir ja gern geschnappt, muss ich mir den Namen SD Huesca merken, ich weiß nicht mal, welches Land das ist, aber ja, Fußballer des Jahres mal wieder geworden. Ohne Campos will das doch keiner sehen, was die machen. So, und ohne Schulz. Kaiserslautern gewinnt gegen Moravce. Ich habe einiges gelernt in Dresden. Sie haben sich ja auch zumindest respektvoll ausgedrückt, als sie mich gefeuert haben, aber das ist auch das Mindeste. Ein bisschen nachstechen kann ich jetzt hier trotzdem, weil es halt einfach eine lächerliche Entlassung war. So, Kaiserslautern gewinnt beide Spiele gegen Moravce, ist jetzt gegen Tottenham Hotspur gefordert. Ich hätte gerne mehr einen Job, damit ich zumindest die Vereine stalken kann und hier ein bisschen Statistiken stöbern kann. Tottenham verliert in Kaiserslautern 1-0. Das Rückspiel gewinnen sie auch 1-0. Kaiserslautern ist damit weiter. Toni Fortes verlässt Dresden auch. Oh, Stärke 9. Er wurde aufgewertet. Geht nach Everton. Jetzt muss ich hier mein, ich will nicht sagen Lebenswerk, aber mein Werk hier zerbröckeln sehen. Werden sie ja mittelfristig sehen, wo sie landen, die Dresdner. Champions League Quali. Düsseldorf besiegt Arnheim. Union spielt 3-3 gegen Domžale aus Slowenien.
Ligapokal. Düsseldorf verliert gegen Union. Mainz verliert gegen Augsburg. Nirgendwo liest man Dynamo Dresden. Marriott, Stürmer, wechselt auf Stärke 8 im Alter von 17. Das ist das Werk des Jugendförderers hier. Wechselt nach Liverpool. Nochmal Hamann, der war ausgeliehen, ist zurückgekommen, hat Stärke 7, wechselt nach Straßburg. All die ganzen jungen Leute wechseln ins Ausland. Und wer hat sie entdeckt? Wer hat sie gefördert? Ja, jetzt sehen wir sie in England, in Frankreich und so weiter und so fort. Oh, es gab hier eine geschmeidige 7:7 im Elfmeterschießen zwischen Randers und Malaga. Düsseldorf setzt sich durch mit 2 Siegen gegen Arnheim. Union ist ausgeschieden mit einer Niederlage im Rückspiel. So folgende Gruppen in der Champions League. Gruppe 1, Racing Straßburg, FC Malaga, Red Bull Salzburg und Omonia Nicosia. Gruppe 2, Huddersfield Town, Celta Vigo, Young Boys Berne, Dynamo Bukarest. Würdet ihr eure Tochter Omonia Nicosia nennen? Gruppe 3, AS Monaco, FC Chelsea, SSC Neapel, Roter Stern, Belgrad. Gruppe 4, VfL Wolfsburg, Man City, Artemis Alanya Spor und FC Porto. Gruppe 5, FC Toulouse, FC Genua, FC Zürich und nicht FC, sondern NK, Dom Sale. Gruppe 6, AS Saint-Étienne, Real Sociedad, FK Sochi, MSK, Silina, Slowakei. Gruppe 7, Fortuna Düsseldorf, Rovaniemen, PS aus Finnland, Trabzonspor und NK Siroki Brijek aus Bosnien-Herzegowina. Düsseldorf mit einer interessanten Mischung hier, Finnland, Türkei, Bosnien-Herzegowina. Gruppe 8, Wien, Wiesbaden, Lahti aus Finnland, Dynamo Moskau und Pogoń Szczecin aus Polen. Drei deutsche Vertreter hier, nur in Anführungszeichen. Wolfsburg gewinnt 2:0 gegen Union. Wiesbaden gewinnt 3:5 gegen Augsburg nach Verlängerung. Europa League Qualifikation mit Kaiserslautern gegen Manchester United. Weitere Transfers hier, aber nicht mit Dynamo Dresden. Ist Aichin noch im Amt? Wolfsburg gewinnt 2:1 gegen Wien. Wiesbaden hat damit die Goldene Ananas gewonnen und die Bundesliga geht los. Wer ist denn jetzt hier aufgestiegen? Ich sehe Jahn Regensburg, RB Leipzig und Schalke, oder? Wer war denn hier abgestiegen? Das muss man sich jetzt hier zusammenklamüsern. Hansa Rostock, Bayer Leverkusen und Freiburg, glaube ich, ne? Einige Kölner in der zweiten Liga. Unterhaching ist wieder in der zweiten Liga. Wie wäre es denn mit Unterhaching? Wenn Unterhaching mich wieder einstellen würde. Oh, jo. Dresden gewinnt 1:0 gegen Wien Wiesbaden. Champions League. Wolfsburg gewinnt 2:1 gegen Porto. Düsseldorf gewinnt 6:2 gegen Brijek. Wien Wiesbaden gewinnt 2:1 gegen Stettin. Kaiserslautern spielt 0:0 gegen Manchester United. Dresden gewinnt 1:0 gegen Mainz. Ist damit Tabellenzweiter. Ich habe ja auch ein bestelltes Feld hinterlassen. Frimpong wechselt von Dresden nach Ingolstadt. Die ganzen Jungen verlassen den Verein. Aichin, der kann nicht mit jungen Leuten reden. Meldefrist für den Europapokal ist abgelaufen. DFB-Pokal. Dresden gegen Darmstadt. Und Dresden fliegt raus. Ein bisschen komme ich jetzt langsam in die Phase der Schadenfreude, wenn ich hier Misserfolge sehe. Gucken wir uns nur mal die Überraschung an. Ja, Dresden verliert gegen Darmstadt. Es gab 2 Erstliga-Duelle. Würzburg besiegt Frankfurt und Gladbach verliert gegen Union. So, jetzt zu den Überraschungen. Halle besiegt Kaiserslautern. Unterhaching ist auch draußen. Zweitligist Ingolstadt besiegt Greuther Fürth. Zweitligist Cottbus besiegt Jahn Regensburg. Burghausen besiegt Heidenheim. Die Amateure verlieren durch die Bank.
Dritte Liga. HSV ist in der dritten Liga. HSV gegen Bremen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Regionalliga gegen Regionalliga. Das ist doch mal ein Ausrufezeichen wert hier. Es gab Elfmeter. Nein, es gab nicht Elfmeterschießen. Es gab Verlängerung. Das Ergebnis hat aber auf ein Elfmeterschießen hingedeutet. Es endete 5:3 für den HSV. Gab es das schon mal als Drittliga-Duell in der ersten Runde des Pokals? So, es sind noch drei Amateure im Rennen, nämlich Türk Gücü München, Eintracht Trier und Bischofswerda FV. Gucken wir uns doch mal die Auslosung an. Gladbach 2 gegen Cottbus. Eintracht Trier. Die Amateure treffen auf Arminia Bielefeld, Europapokal, Sieger. 1-2 gegen Borussia Dortmund 1. Osnabrück gegen Mainz, die erste Mannschaft. Augsburg gegen Schalke, Erstliga-Duell. Leipzig gegen Viktoria Köln. Augsburg 2, geballte Power der zweiten Mannschaften hier gegen Darmstadt. Braunschweig gegen Wolfsburg. Bischofswerda FV gegen Fortuna Düsseldorf. Elversberg gegen Türk Gücü München, die Amateure mit einem Auswärtsspiel bei einer Drittligamannschaft. Das ist ja ein Traumlos. Und der HSV gegen Bayern München. Und Bert Ingolstadt gegen Union Berlin. 1. FC Köln gegen Würzburg. Wien Wiesbaden gegen Rostock. Hallescher FC gegen Wacker Burghausen. Preußen Münster gegen VfB Stuttgart. Ja, hätte ich das eigentlich ein bisschen ernster nehmen sollen, das Spiel, das zu meiner Entlassung geführt hat. Ich dachte, ja, wir haben zwei Spiele gewonnen, jetzt muss ich nicht jedes Mal Sondersiegprämie aussprechen und so weiter. Aber wer hätte gedacht, dass ich dann sofort nach dem nächsten Spiel raus bin. Naja, hätte, wenn und aber, ich kann es eh nicht mehr ändern. Jetzt habe ich auch gerade gar nicht hingeguckt, wie Dresden gespielt hat. Er sollte sich der Blick von denen jetzt auch mal ein bisschen lösen. Zweiter Spieltag Champions League. Wolfsburg verliert 3:0 gegen Alanyaspor. Düsseldorf gewinnt 5:2. Die Mania hier einmal durch die Champions League. 5:2 gegen Trabzonspor. Wien Wiesbaden 0:0 gegen Moskau. Kaiserslautern setzt sich durch gegen Man United. So, jetzt Europa League. Wacker Burghausen gegen Kidričevo aus Slowenien. Augsburg gegen Union Berlin. Deutsches Duell in der ersten Runde hier. Bielefeld gegen Tula aus Russland. Titelverteidiger. Mainz gegen Bialystok und Kaiserslautern gegen Bordeaux. Haben wir hier fünf deutsche Vertreter. Sechs sogar. Sechs deutsche Clubs in der Euroleague. Wow. Gab's das schon jemals? Den hat von Chelsea verpflichtet. So. Dresden ist Tabellenführer. Surprise, surprise. Verlieren aber jetzt 1:0 gegen Bielefeld. Soll vielleicht auch generell gucken, ob ich hier bekannte Namen sehe. Bei den Transfers. Nicht nur von Dresden. Champions League. Wolfsburg spielt 1:1 gegen Man City.
Düsseldorf verliert 2:3 gegen Rovaniemi. Wien-Wiesbaden spielt 0:0 gegen Lahti. Burghausen spielt 0:0 gegen Kidričevo. Union gewinnt 3:1 gegen Augsburg. Bielefeld gewinnt 3:1 gegen Tula. Mainz spielt 0:0 gegen Bialystok. Kaiserslautern gewinnt 1:0 gegen Bordeaux. Mensch, Dresden verliert schon wieder haushoch gegen Augsburg. So, wir haben Ende September. Jetzt könnten mal die ersten Angebote kommen. Vorher lasse ich sie hier nicht gehen. Ich möchte jetzt ja auch nicht ewig zugucken. Muss man sagen, Dresden war wohl meine erfolgreichste Station. Ne? Wir haben zwar keinen Titel geholt, aber ich bin wieder in der Bundesliga angekommen. Ja, oder ich bin erstmals in der Bundesliga angekommen. Vielen, vielen Jahren. Augsburg möchte mich... Augsburg, Aue. Das ist jetzt schon mal ein schlechter Anfang, wenn ich den Namen schon mal verhaue. Aue möchte mich haben. Erzgebirge Aue. Die hatten mir vorhin schon mal ein Angebot in der letzten Saison gemacht. Die sind hier im Abstiegskampf. Ihr Saisonziel ist aber eigentlich guter Fußball. Ich habe aber eigentlich eher die Bundesliga als Ambition. Cabot verlässt Dresden im Alter von 18. Geht nach Vallecano. Ja, all die jungen Spunde, die machen hier Weltreise. Ich sehe Peter Vaccaro auf der Transferliste. Ich möchte die jetzt auch nicht alle gehen lassen. Wenn ich einen neuen Verein habe, werde ich erstmal eine ausgedehnte Shoppingtour bei Dynamo Dresden machen. Man sollte zwar nicht zu viele Altlasten mitbringen, aber die Spieler konnten ja nichts dafür. Und man will sich ja auch heimisch fühlen. Wolfsburg spielt 2:2 gegen Porto. Düsseldorf verliert 1:0 gegen Brijek. Der Luck ist ab da bei der Fortuna. Wiesbaden gewinnt 1:0 gegen Stettin. So, zweites Spiel hier in der ersten Runde. Burghausen mit 2 Remis. Das 1:1 war auswärts, also sind sie weiter. Bielefeld mit 2x 3:1 Sieg weiter. Union schmeißt Augsburg raus. Mainz scheidet aus gegen Bialystok. Kaiserslautern setzt sich durch gegen Bordeaux. So, jetzt in Runde 2 haben wir Kaiserslautern gegen Sepsi OSK. Klingt ja wie eine Blutvergiftung aus Rumänien. Union Berlin gegen Grzira United aus Malta. Bielefeld gegen Bialystok. Ja, die haben wir im deutschen Fernsehen jetzt schon mal gesehen. Burghausen gegen Atletico Madrid. So. Will Dresden nicht einfach den Trainer vorher mich holen? So, jetzt werden die Angebote wieder schlechter. Regionalliga Süd, Erfurt und Nürnberg 2. Nein. Peter Vaccaro wechselt nach Derby County. Muss mir die Namen alle merken. Ich beim nächsten Mal mir den Kader von Dresden angucke, kenne ich die Hälfte nicht mehr. So. Dresden gewinnt 1:0 gegen Düsseldorf. Nürnberg 2 und Erfurt, nein. Ich bin ein Gewohnheitstier, ich würde gerne nach Dresden. Oder nach Unterhaching gehen. Ich meine, ich habe ja mittlerweile schon den halben Fußball trainiert. An manche Vereine erinnere ich mich schon kaum noch, weil ich nur für eine Tasse Kaffee da war. Wolfsburg spielt 3:3 gegen Alanyaspor. Die haben damit noch Chancen auf alles zwischen Platz 2 und 4. Gruppensieger können sie nicht mehr werden. Düsseldorf. Ja, wir haben alles in den ersten beiden Spielen verfeuert. Jetzt verlieren sie nämlich schon wieder. 0:1 gegen Trabzonspor. Platz 2 ist noch theoretisch möglich, aufgrund des guten Torverhältnisses vor allem. Aber auch Platz 3 und 4 sind eher realistisch. Wien Wiesbaden verlieren 0:1 gegen Moskau. Da ist zumindest Platz 3 schon mal sicher. Aber Platz 1 und 2 auch möglich. Kaiserslautern gewinnt 1:0 gegen Sepsi. Union gewinnt 2:0 gegen Xira. Burghausen verliert 4:2 gegen Atletico Madrid. Und Bielefeld gewinnt 3:2 gegen Bialystok. Dresden gewinnt. So, Aue, Cottbus, Nürnberg. Cottbus ist zumindest auch ein Zweitligist mit Saisonziel Aufstieg. Vujinovic, unser Freund, mittlerweile Stärke 12. Im Alter von 22. Er wäre doch zumindest direkt ein bekanntes Gesicht da. Der Mann wird hier zum besten Fußballer überhaupt. Saisonziel Aufstieg. Soll ich jetzt nach Cottbus gehen?
Wir sind auch noch im Pokal dabei. Ja, komm. Ja, komm. Saisonziel Aufstieg lasse ich auch. Ich hätte aber gern mehr als ein Jahr Vertrag. 2 Jahre. So, ich unterschreibe beim FC Energie Cottbus. Jetzt wird im Training sicher ein anderer Wind herrschen. Mein Spieler, der Siegeswille steigt um 2 Punkte. Mein guter Ruf. Und ja, direkt DFB-Pokal. Das sehen Sie beim nächsten Mal. Wir wollen mal einmal einen kurzen Überblick verschaffen. Wir sind hier durchaus auf Platz 4, durchaus ein Aufstiegskandidat. Stehen in der Tabelle allerdings auf Platz 14 mit 11 Punkten nach 10 Spielen. Ganz oben Köln, Stuttgart, Ingolstadt. Hinter uns Heidenheim, Viktoria Köln, Halle, Braunschweig. Wir haben zumindest schnell einen Überblick verschaffen. Aufgestiegen waren 1. FC Köln, Unterhaching, Heidenheim, Viktoria Köln. Abgestiegen waren Leverkusen, Rostock und wir. Dritte Liga, da haben wir jetzt Bremen, HSV, Paderborn. Wer ist denn noch neu? Rödinghausen, glaube ich. Havelse. Hier haben wir jetzt Pirmasens, Illertissen, Jena. Wer ist denn noch neu? Mannheim, glaube ich, oder? Der Bundesliga, Dynamo Dresden auf Platz 4. Werde ich auch nur so skeptisch angeguckt, weil ich zu lange verhandelt habe, oder was? Ich wollte jetzt keinen Jahresvertrag unterschreiben. So, wir mussten nicht weit umziehen von Dresden nach Cottbus. Wir haben 47 Millionen auf dem Konto. Sind denn die Vereine alle so reich? Wen haben wir denn hier noch? Oh, da fehlt ja die Hälfte. Dobnik, Hoffmann, Jensen, Jocic, Hansen, Messier, Chelimbong, Elfers, Philipp, Borgersen, Kusk, Emlein, Zuba, Tikanen, Geboro, Rodriguez, Perez, Fiedler, Pinja, Zauner, Adler, Empen. Mit dem Kader befasse ich mich nächstes Mal. Erstmal willkommen in Cottbus. Tschüss, bis dann.